sehen uns auch. Reitschuster.de. Guten Tag zu einem neuen Interview. Heute ein Gesprächspartner, dem ich schon lange hinterherlaufe, kann man so sagen, weil ich ihn schon lange in der Sendung haben möchte. Der Geschäftsführer, der Degussa Bestseller, Autor, Finanzfachmann Markus Grall. Ich begrüße Sie. Ich grüße Sie auch und ich kann Ihnen versichern, ich bin Ihnen nicht davongelaufen. Es waren eher die Umstände, die es verzögert haben. Ja, auch meinerseits. Ich bin auch nicht so schnell gelaufen, muss man dazu sagen. Sie sagen ja immer, oder Sie haben schon lange vorausgesagt, einen großen Crash. Und ist der bisher noch nicht eingetreten? Haben Sie sich geirrt oder ist die Zeit einfach noch nicht so weit? Also das kommt jetzt drauf an. Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur einen Crash prognostiziert habe, sondern ich habe bestimmte Ungleichgewichte in der gesamtwirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Konstellation analysiert und gesagt, die werden nach Entladung drängen. Und solche Ungleichgewichte haben immer unterschiedliche Ventile, mit denen sie sich entladen können. Und die hängen natürlich auch von der Reaktion der Geldpolitik und der Politik allgemein darauf ab, wie sie sich entladen. Und konkret ist es so, dass meine Prognose ja gesagt hat, dass wir in 2020 voraussichtlich oder um 2020 herum in eine deflatorische Phase eintreten werden. Und das ist ja auch passiert. Also 2020 hat ja zunächst mal eine deflatorische Kontraktion ausgelöst. Natürlich der äußere Auslöser war Corona, aber der innere Auslöser war unser im Grunde genommen schon sehr stark erodiertes Kreditsystem, also unser Bankensystem und Kreditsystem. Und auf dieser Grundlage war meine damalige Prognose, dass die Banken in Schwierigkeiten kommen würden und deswegen gerettet werden müssten. Was Corona jetzt bewirkt hat, war, dass das Ungleichgewicht in den Banken zwar nicht weggegangen ist, aber dass die Bankenrettung quasi vorweggenommen worden ist. Das heißt, die Druckbetankung des Finanzsystems mit frischem Geld hat man gemacht, ohne dass die Banken vorher kollabiert sind. Was einerseits dazu führt, dass die Banken erstmal nicht kollabieren, solange man das aufrechterhält mit dieser Riesendruckbetankung. Und zum anderen das Inflationspotenzial, das dann als Folge der deflatorischen Krise und der darauf auf sie folgenden Rettungs- und damit natürlich auch Gelddruckorgie, dass dieses Inflationspotenzial vorgezogen worden ist. Das bedeutet, wir haben im Prinzip nach außen hin eine weniger starke deflatorische Krise gesehen, weil quasi die Bankenrettung gekommen ist, bevor die Banken überhaupt gekippt sind. Und wir haben aber gleichzeitig ein frühzeitigeres Aufbauen des inflatorischen Drucks. Und insofern liege ich gar nicht mal so schlecht mit meiner Prognose, denn der inflatorische Druck, der kann sich auf zweierlei Weise aufbauen, nämlich einmal, indem die Banken erst pleite gehen, dann mit viel frisch gedrucktem Geld gerettet werden müssen, oder indem man das Geld frisch druckt und es in das System pumpt, bevor die Banken gerettet werden müssen. Das ist im Wesentlichen das Gleiche mit dem kleinen Unterschied, dass die Banken nicht sichtbar für die Leute umkippen, sondern dass die Ungleichgewichte in den Banken über Inflation bereinigt werden, bevor das passiert ist. Und davor stehen wir jetzt. Also wir stehen jetzt eigentlich an dem Kipppunkt, wo diese riesige Gelddruckorgie in inflatorischen Druck mündet, der dann im Grunde genommen sich jetzt schon an einigen Fronten entlädt. Also nicht mehr nur in den Assetmärkten, Aktien, Immobilien etc., sondern dieser inflatorische Druck, der findet jetzt gerade seinen Weg in die Realgütermärkte. Meine Oma hat mir immer beigebracht, wenn viel Geld gedruckt wird, die hatte das selber noch erlebt, dann kommt es zur Hyperinflation, dann kann man für eine Billion D-Mark damals noch oder jetzt Euro nur noch ein Brot kaufen. Bisher haben wir das aber nicht. Wir haben nur eine Inflation bei Vermögenswerten. Geht das diesmal? Mhm. Haben die den Stein des Weisen gefunden? Können die es diesmal vermeiden oder wird es auch wieder in diese Richtung gehen? Sie glauben, dass sie den Stein des Weisen gefunden haben oder den Stein der Weisen gefunden haben. In Wahrheit tanzen sie nur ums goldene Kalb herum und beten ihren Fetisch keynesianische Nachfrage an. Das ist das, was in Wahrheit passiert. In der Tat ist aber natürlich die Frage berechtigt, wenn so viel Geld gedruckt wird, warum kommt es denn noch nicht zur Inflation? Und die Antwort ist relativ klar, das hat mehrere Gründe. Der eine ist, dass die Inflation ja mittlerweile im Grunde genommen falsch gemessen wird. Die gefühlte Inflation der Leute ist ja jetzt auch schon viel höher. Und es gibt gute und auch statistisch gute Gründe anzunehmen, warum die gefühlte Inflation, die die Leute wahrnehmen, viel näher an der Wahrheit ist als die künstlich heruntergerechnete Consumer Price Inflation der EZB. Und zwar hat das was mit dem Warenkorb zu tun. Wenn der Warenkorb nicht mehr die wirtschaftliche und Lebensrealität der Menschen abbildet, mit dem die Inflation gemessen wird,
dann kann er im Grunde genommen auch nicht tatsächlich abbilden, wie die Teuerung in den Geldbeuteln der Leute ankommt. Und der Warenkorb ist verzerrt zusammengesetzt. Zum Beispiel die Mieten und die Hauspreise werden da überhaupt nicht adäquat reflektiert, obwohl das eigentlich der größte Einzelposten eines normalen Haushalts ist. Und wenn Sie sich heute anschauen, was heute die Leute an Miete bezahlen müssen und was das dann bedeutet für das, was dann übrig bleibt, für den Teil des Warenkorbs, der dann tatsächlich in den Consumer Price Index einfließt, dann können Sie sich vorstellen, dass das natürlich extrem verzerrend ist. Das Zweite ist, dass wir eine starke Kanalisation der Inflation in die Assets, also in Vermögenswerte gesehen haben. Das heißt also, was explodiert ist, sind Immobilien, Grundstücke, Aktien, zum Teil auch Edelmetalle, wenngleich die noch nicht durch die Decke gegangen sind wie bei den Aktien. Es wurden also gewaltige Blasen geschaffen und Blasen absorbieren erstmal Kaufkraft, wenn sie aufsteigen. In dem Moment, wo sie zusammenbrechen, tun sie das aber nicht mehr. Und dann gibt es noch das Phänomen, dass jetzt von den Blasen aus, von diesen gewaltigen Vermögenswertblasen an den Aktien, Immobilienmärkten und auch am Anleihemarkt, die Kaufkraft sich jetzt ihren Weg in die Gütergruppen hineinfrisst. Und das macht sie genau so, wie es klassischerweise die Inflation tut. Nämlich sie fängt bei den Rohstoffen an. Und bei den Rohstoffen, Halbfertigprodukten und so weiter, da haben wir im Moment eine Situation, wo eine gewaltige Verknappung eintritt. Die Nachfrage zieht an mit dem Ende der Corona-Maßnahmen. Gleichzeitig tritt aber eine gewaltige Verknappung ein, und zwar deswegen, weil die Lieferketten durch dieselben Corona-Maßnahmen weitgehend zerstört worden sind. Wir haben vor einigen Wochen das erste Mal beobachtet, dass im Baubereich und im baunahen Handwerk die Rohstoffpreise explodiert sind. Holz plus 400%, Beton plus 100%, also Stahlmatten für Beton plus 100%, Silikon plus 100%. Also alles ist explodiert. Und dieses Phänomen frisst sich jetzt durch eine Reihe anderer Gütergruppen, nämlich in Rigips und in Kacheln und in Steine und in Kies und ich weiß nicht, also es geht eigentlich quer durch mittlerweile. Und von dort aus findet es gerade seinen Weg auch in die ersten White Goods und Consumer Durables, also in die langlebigen Konsumgüter, wie es so schön heißt. Autos können nicht mehr in ausreichender Menge produziert werden, kommt immer wieder zu Kurzarbeit, weil irgendwelche Teile fehlen. Insbesondere haben wir eine Halbleiterknappheit, also eine Computerchip-Bausteineknappheit. Aber das ist nicht das Einzige. Manchmal fehlt einfach irgendein schlichtes, winziges Teil, wie zum Beispiel ein Heckschloss oder irgendwas anderes. Aber ohne das können Sie das Auto nicht fertig bauen. So, das heißt also, hier haben Sie eine Knappheit und die führt dazu, dass sich von hier aus auch die Inflation in die Portemonnaies reinfrisst und zwar auch erstmal gar nicht messbar. Und zwar deswegen, weil die steigenden Automobilpreise nicht dadurch steigen, dass erstmal die Listenpreise angehoben werden, sondern die Rabatte sind erstmal weg. Wenn man früher 20% Rabatte gehabt hat und jetzt keine mehr hatte, dann ist das eine Teuerung um 20%. Die sieht man aber nicht, weil die Listenpreise sich nicht verändert haben. Und die Gebrauchtwagenmarkt in den USA, da haben wir heute schon eine Steigerung der Preise gegenüber dem Vorjahr, habe ich neulich gelesen, um 41%. Bei uns ist das, glaube ich, nicht viel anders. Also ich habe einen kleinen Wagen, den gucke ich ab und zu auch, was ist er denn gebraucht noch wert? Einfach aus Neugierde, weil ich natürlich, das ist sowas wie ein Indikator und ich beobachte diese Zahlen ja. Und dann sehe ich, der ist jetzt im Preis um etwa auch 40 bis 50% gestiegen als Gebrauchtauto. Da frage ich mich doch, was geht da ab? Das frisst sich aber nicht nur in die Automobilwirtschaft rein, sondern das geht dann in White Goods, also Spülmaschinen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Küchengeräte, Elektronik, Consumer-Elektronik, Stereoanlagen, TV, Videokonferenzanlagen, einfach quer durch. Und von dort aus frisst sich sein Weg in immer mehr Güter des täglichen Bedarfs. Und zwar, weil jetzt angefangen wird zu horten. Ich habe vor 2 Tagen auf Twitter und Facebook eine kleine Message abgesetzt, nämlich geschrieben, man hört aus der Bauwirtschaft, dass die Preise explodieren, dass die Lieferzeiten explodieren, dass gar nicht mehr geliefert wird, dass rationiert und zugeteilt wird, dass die Leute anfangen zu horten, damit sie überhaupt noch Aufträge annehmen können, beziehungsweise Angebote schreiben können, die kalkulierbar sind. Und habe an meine Follower die Frage gerichtet, macht ihr ähnliche Erfahrungen? Und dann habe ich innerhalb von 20 Stunden 500 Antworten gekriegt.
Und zwar aus allen wesentlichen Branchen. Ich bin jetzt noch nicht durch, damit das auszuwerten. Es wird ein paar Stunden Arbeit werden, das auszuwerten. Aber was ich da sehe, ist explodierende Zuliefererpreise in allen Bereichen, Verknappung, Verlängerung der Lieferzeiten von früher 3 Tagen auf 3 Wochen, 3 Monate oder nächstes Jahr. Und dass die Leute massiv anfangen, alles zu kaufen, was sie kriegen können, und es dann in Vorräte und Vorratslager zu horten, weil sie sonst einfach befürchten müssen, ihren Betrieb einstellen zu müssen, nicht mangels Aufträgen, sondern mangels Rohstoffen. Und wenn sich das erstmal in gewisser Weise festgesetzt hat, dann führt das zu einem sich selbst ernährenden Inflationskreislauf, nämlich die Flucht aus dem Geld in die Hortung der Güter, die ich brauche, die führt dazu, dass das Angebot noch knapper wird. Die Verknappung des Angebots im freien Markt führt zu weiteren Preissteigerungen. Weitere Preissteigerungen führen zu stärkerer Flucht aus dem Geld und zu mehr Hortung. Und dieser Kreislauf ist zumindest in Teilbereichen unserer Wirtschaft jetzt schon in vollem Gange. Das klingt alles sehr logisch. Beachtlich ist, dass die großen Medien zumindest gefühlt kaum darüber berichten. Vielleicht haben sie es irgendwo auf Seite 35, aber man bekommt es kaum mit. Also es wird möglicherweise gezielt unter der Decke gehalten. Nun, auf der einen Seite sind die neuen Alchemisten, die sozusagen sagen, sie haben das Gold neu erfunden, sie vermeiden die Inflation. Ich glaube eher meiner Oma, auch weil ich in Russland schon mal eine Inflation erlebt habe, schon mehrfach. Also ich habe das mit eigenen Händen erlebt, dass das Geld plötzlich nichts mehr wert ist. Was raten Sie denn jetzt dem Zuschauer, der sich vielleicht in 40 Jahren Arbeitsleben ein winziges oder kleines Vermögen angespart hat, das er jetzt auf dem Sparkonto auf der Bank hat, soll er das in Aktien legen? Wird der Markt noch mal einbrechen oder ist das schon mitten in der Inflation? Ich dachte immer, der wird noch mal einbrechen. Inzwischen frage ich mich, ob das nicht schon mitten die Inflation ist und doch noch weiter höher geht. Was kann der einfache Mensch tun, um dieser Inflation von der Schippe zu springen? Das ist für die meisten Leute ganz, ganz schwierig. Das muss man leider sagen. Und zwar deswegen, weil die meisten Leute, der größte Teil der Leistungsträger in unserem Land, das sind ja nicht irgendwelche Superreichen, die natürlich schon längst vorgesorgt haben, und auch nicht welche ansonsten reiche Menschen, die auch schon längst vorgesorgt haben in aller Regel, sondern der größte Teil der Leistungsträger, das sind Leute mit einer kleinen Rente, mit einer kleinen Lebensversicherung, mit einer kleinen Pensionsversicherung, dann haben sie vielleicht noch eine kleine Betriebsrente, die auch aus irgendeinem Fonds sich speisen soll, in den der Betrieb eingezahlt hat. Und wenn Sie heute sich umschauen, viele Leute denken, dass Inflation sie ja nicht betrifft. Und die Tatsache, dass die Leute denken, dass Inflation nicht betrifft, die rührt aus dem Missverständnis her, dass sie keine Gläubiger wären. Weil Inflation führt ja immer zuallererst mal zu einer Umverteilung. Und zwar eine Umverteilung von den Gläubigern an die Schuldner, also von denen, die das Geld ausgeliehen haben, an denen, die es sich geliehen haben. Inflation heißt, das Geld wird weniger wert, also werden die Schuldner bevorzugt und die Gläubiger benachteiligt. Und letzten Endes ist ja Inflation das Heilmittel des Staates, wenn man so will, seine eigene Überschuldung zu kurieren. Das ist im Grunde genommen der politische Zweck von Inflation. Also es ist eine Beraubung durch die Hintertüre. So, die meisten Leute, auch die meisten Leistungsträger selbst, glauben, sie wären keine Gläubiger und das würde sie deswegen nicht betreffen. Und da genau liegt der Hund begraben. Nämlich die meisten Leute sind Gläubiger, sie wissen es nur nicht. Wenn sie eine Rente haben, eine kleine, wenn sie eine Lebensversicherung haben, wenn sie eine Pensionsversicherung haben, wenn sie eine Betriebsrente haben, dann sind sie Gläubiger. Diese Renten bestehen aus Forderungen an Schuldner. Nichts sonst. Wenn die durch die Inflation entwertet werden, dann bedeutet das, diese Leute werden enteignet. Und zwar in der Substanz dessen, was ihr gesamtes Vermögen ausmacht. Denn es gibt eine unzählige, riesige Zahl von Leuten, die haben überhaupt nur Rentenversicherung und Lebensversicherung, sonst haben Genau. die gar nichts. Und wenn das in diesen beiden Vehikeln gebunden ist, dann haben sie kaum eine Möglichkeit, da rauszukommen und ihr Vermögen umzuschichten. Das heißt, die sind gefangen im System.
Wie wollen Sie Ihre Rentenversicherung in Gold umsetzen oder in Grundstücke? Das können Sie nicht. Ja? Genauso gut können Sie eine Lebensversicherung, die können Sie gerade noch verkaufen, aber wenn Sie die kurz vorm Ziel verkaufen, 1, 2 Jahre bevor sie fällig wird oder 5 Jahre bevor sie fällig wird, werden erhebliche Abschläge fällig. Ja? Wenn ich dann also einem rate, er soll seine Lebensversicherung verkaufen und in Grundstücke und Gold umsetzen und dann kommt die Inflation erst 1 Jahr oder 2 später, dann denkt der ja, hätte ich das aber bloß mal nicht gemacht angesichts des Verlustes bei diesem Umtausch. Das heißt, die sind im Wesentlichen gefangen. Und wer vorsorgen kann, der braucht liquides Vermögen. Liquides Vermögen, das er frei anlegen kann. Das ist in diesem Lande nur eine kleine Minderheit. Diejenigen aber, die das können, die also ihr liquides Vermögen haben, denen rate ich dringend, in Sachwerte zu gehen. Gold, Silber, Grundstücke, Immobilien, auch Aktien. Wobei Immobilien und Aktien mittlerweile so stark überbewertet sind, dass man da nicht mehr viel Spielraum hat. Trotzdem rate ich bei Aktien selektiv immer noch zu bestimmten Branchen. Die haben sich bisher auch gar nicht so schlecht performt. Was sind das für Branchen? Das sind die antizyklischen Branchen, die also auch in schwierigen Zeiten normalerweise gut performen. Das sind Lebensmittel, weil die Leute immer was essen müssen. Das sind Pharmazeutika, die empfehle ich aber auch schon 3 Jahre lang. Also die haben natürlich zum Teil überperformt wegen Corona. Aber letzten Endes, die Leute müssen immer ein Gesundheitssystem haben, also wird Pharma auch immer laufen. Das dritte ist Verteidigungs- und Rüstungsindustrie, weil schlechte Zeiten sind, in denen die internationalen Spannungen nicht weniger werden. Und natürlich hat jedes Land das Bedürfnis und das Recht, seine eigene äußere Sicherheit sicherzustellen. Also steigen die Budgets für Verteidigung und Rüstung. Das vierte ist Entertainment. Das war schon in den 30er Jahren so, der großen Zeit von Hollywood, wenn Sie so wollen. Umso schlechter es den Leuten geht, umso mehr wollen sie davon abgelenkt sein. Also ist Entertainment antizyklisch. Das fünfte ist Goldminen, weil Goldminen quasi eine Art Option auf das Edelmetall sind und die Inflation wird das Edelmetall natürlich dramatisch verteuern. Und das sechste und letzte ist Big Tech, und zwar deswegen, weil die großen Technologiekonzerne, also die Googles, Apples, Amazons und Microsofts dieser Welt, ein so großes Technologieportfolio haben, dass dieses Portfolio so diversifiziert ist, dass es für jede sich abzeichnende Zukunft und für jedes sich dort abzeichnende Szenario einen Mix an Technologien bietet, der die über Wasser halten wird. Und insofern gehe ich davon aus, dass die auch besser performen werden als der Markt. Das sind die 6 Aktienbranchen, die ich empfehle. Und bei Immobilien rate ich im Moment eher dazu, sich was auf dem Land zu suchen, idealerweise mit Landwirtschaft und Wald drumherum. Das ist im Preisniveau nicht so extrem gestiegen wie in den Städten. Da kann man immer noch was machen und man hat gleichzeitig noch die Möglichkeit, quasi in die Holzwirtschaft oder in die Landwirtschaft zu diversifizieren, wenn man das richtige Objekt gekauft hat. Sie haben jetzt gesagt von Gläubiger und mit den Renten, aber bei den Renten ist es doch so, dass die sich am Durchschnittslohn orientieren. Insofern, wenn eine Inflation käme, dann würden ja auch die Löhne steigen und dann wären ja auch die Rentner wieder bei den 70 oder wie viel auch immer Prozent. Ist nicht ganz mein Thema, deshalb sorry, wenn ich völlig falsch liege mit der Prozentzahl. Ja, setzt voraus, dass das ganze System die kommenden Umwälzungen überhaupt übersteht. Daran habe ich meine begründeten Zweifel, weil dieses System ist nicht nur durch die Inflation extrem angeknackst hinterher, sondern es ist ein System, das eigentlich ein Ponzi-Schema ist. Das kommt noch obendrauf, also das kommt auf das Inflationsproblem obendrauf, dass es ein Ponzi-Schema ist, also ein Pyramidenschema. Sowas wie Herr Madoff konstruiert hat. Der Unterschied zwischen Herrn Madoff und unserer Politik ist, dass Herr Madoff wusste, was er tut. Nun kann sich das Beispiel nochmal, derjenige, der 40 Jahre gearbeitet hat, wirklich ein kleines Vermögen hat, der kann ja nun nicht in 6 verschiedene Aktienarten diversifizieren. Was raten Sie dem im ETF, also Fonds, oder nehmen wir an, jemand hat sich 30.000 Euro zurückgelegt, hat angespart, die hat er jetzt auf dem Sparbuch. Was soll er machen? Ja, soll er? Ja, das Sparbuch heißt ja, wie Herr Blessing das mal so schön gesagt hat, deswegen Sparbuch, weil man sich sparen kann. Beim Sparbuch haben Sie 2 Großrisiken drin, das ist den meisten Leuten nicht klar. Das eine Risiko ist das der Inflation und das andere Risiko ist, dass die Bank Ihnen unter dem Hintern wegkippt. Wenn nicht das eine passiert, passiert das andere. Also diese beiden Risiken sind gegenläufig. Ja, also umso mehr Inflation Sie haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Bank irgendwie überlebt. Und umso weniger Inflation Sie haben, umso wahrscheinlicher ist es angesichts der ausgehöhlten Bankbilanzen, dass die Bank nicht überlebt. Aber eins von beiden erwischt Sie. Da können Sie sich drauf verlassen.
Und insofern rate ich auf jeden Fall nicht, das Geld im Sparbuch anzulegen, sondern ich würde, wenn ich 30.000 Euro hätte, davon wahrscheinlich 5.000 bis 8.000 Euro in Gold und Silber anlegen. Ich würde wahrscheinlich einen ganz kleinen Liquiditätsvorrat von 1.000 oder 2.000 Euro haben und würde wahrscheinlich mit dem Rest ETFs kaufen, aber nur, wenn sie tatsächlich hinterlegt sind. Also keine ETFs, Ich die verstehe. mit Zertifikaten und Optionen und sonst was agieren, sondern da müssen die Aktien, die dann da gekauft werden, auch drin sein. Und da gibt es branchenspezifische ETFs, die kann man eigentlich beliebig stückeln. Die sind dann auch international diversifiziert, wenngleich ich dazu rate bei der Auswahl. Also wenn jemand so viel Geld hat, dass er Aktien auswählen kann, dann rate ich sehr stark auf die Eigenkapitalausstattung zu achten. Und sehr stark auf den Standort zu achten. Also wenn Sie beispielsweise Pharmaindustrie und Lebensmittelindustrie, da haben Sie, also bei Pharma sind Sie in der Schweiz immer gut aufgehoben, bei Lebensmitteln sind Sie in Kanada oder USA gut aufgehoben, bei Rüstung sind Sie in Großbritannien und in USA gut aufgehoben. Ja? Also man muss schauen, wo sind die Weltmarktführer da und sich dann dort engagieren. Also zumindest, wenn man nicht über ETFs geht. Nun ist das ja für viele ein psychologisches Problem. Man sagt sich, man hat jetzt dieses Geld, 30.000, wenn ich die Aktien kaufe, die können weniger wert sein. Ich muss man das inzwischen umdrehen? Muss man nicht so denken, dass dieses Papier, das kann morgen gar nichts mehr wert sein oder sehr, sehr wenig wert sein, während eine Aktie, auch wenn die vom Nominalwert jetzt hier plötzlich weniger wert ist, die ist ja immer ein Anteil an einem Unternehmen. Also wenn ich jetzt einen Anteil an Henkel habe oder an Beiersdorf, da habe ich ja etwas. Ja, also das kann mal ein bisschen mehr wert sein, weniger wert sein, aber es ist was Substanzielles. Und ich habe den Eindruck, in Deutschland denken das viele genau umgekehrt. Die sagen sich, ja, das Geld ist risikofrei. Und die Aktien sind das Risiko. Jetzt eine steile These von mir als Nichtfachmann, ist es heute nicht umgekehrt? Also es ist zumindest teilweise umgekehrt, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es eine risikofreie Anlage in diesen Zeiten nicht mehr gibt. Die EZB hat den risikofreien Zins durch das zinsfreie Risiko ersetzt. Das ist das, was sie letzten Endes getan hat mit ihrer Politik. Und es ist richtig, was Sie sagen, also die These ist völlig richtig nach meiner Überzeugung. Geld ist nicht risikofrei. Im Gegenteil, das Geld, das Fiat-Geld ist im Grunde genommen ein Betrugsschema. Denn wenn ich davon so viel produzieren kann, wie ich will, und das tut die EZB, dann wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Fiat-Geld sollte man vielleicht kurz erklären, dieses Geld, das nicht mehr auf Goldbasis ist nach Bretton Woods, also seit Nixon 72, also das einfach nur noch gedruckt wird, wie wir es heute haben, das Genau. nicht mehr mit einem Wert Also hinterlegt ist, wie es früher war. Fiat-Geld heißt Geld, das man aus dem Nichts schafft, dem nichts mehr unterlegt ist, was Genau, werthaltig wäre. als Es Sicherheit. war übrigens am 15. August 1971, dass Nixon die Goldbindung aufgehoben hat. Also heute Wahnsinn. in 3 Wochen haben wir 50. Jahrestag. 3 Monate nach Ich meinem will nicht Geburtstag. dafür ein schönes Video produziert, das dann rechtzeitig online kommt. Nur zu diesem historischen Event, dass Nixon damals die Goldbindung, wie er sich ja ausdrückte, temporarily, also vorübergehend abgeschafft hat. Er hat allerdings in der Tat nicht gelogen, es wird nur temporär sein. Es ist nur nicht die Art von temporär, die er gemeint hat. Weil das Ganze, also Sie glauben, wir werden einen Zusammenbruch dieses Systems erhalten. Als Nichtfachmann frage ich mir immer dieses Drucken von dieses Aufkaufen von Anleihen, diese Unsummen jetzt für die Rettung. Das ist ja wirklich, wie wenn man Geld aus dem Nichts zaubert. Und ich jetzt als Nichtfachmann sage mir, das kann doch gar nicht gut gehen. Können Sie mich jetzt als Fachmann beruhigen und sagen, Reitschuster, das kapieren Sie nicht. Sie sind da einfach zu Nein, ich dumm kann Sie nicht dazu. beruhigen, weil ich kein Anhänger der sogenannten Modern Monetary Theory bin, die quasi wissen Sie, es ist ja so, jede Wissenschaft hat ja ihre Charlatanerie. Ja? Die Astronomie hat die Astrologie, die Chemie hat die Alchemie, die Medizin hat die Quacksalberei und die Ökonomie hat die Modern Monetary Theory. Ja? Das ist eine Quacksalberei im Grunde genommen. Die können Sie nämlich nur dann nachvollziehen, wenn Sie bereit sind, die Regeln der Logik über Bord zu werfen. Die Herrschaften bilden sich allen Ernstes ein, dass sie die Regeln der Logik über Bord werfen könnten und dass gutes Geld nicht knapp sein muss. Die schreiben auch ganz ernsthaft Artikel mit dem Grundtenor, wir können uns alles, 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 alles leisten, wenn wir nur genug Geld drucken, weil wir können die Knappheit der Güter dadurch lösen, dass wir kn die Knappheit des Geldes abschaffen. Was Moment, natürlich ein Moment. Also komplettes. das ist das, was man den Kindern ja immer beibringt, weil als Kind war es bei jemandem sozusagen, das ist doch kein Problem, man muss nur mehr Geld drucken. Und das wird heute sozusagen von Leuten verbreitet, die für sich in Anspruch nehmen, ernst genommen zu werden, weil es ist ja eigentlich nichts Ja, anderes ja. als dieses kleinkindliche Mama,
was ist denn das Problem? Die können noch mehr Geld drucken. Und das wird heute etwas verpackt, wird das verkauft sozusagen als Fachmeinung? Ja, das ist so. Nicht nur verkauft als Fachmeinung, diese Menschen, die das glauben, regieren unser Geldsystem. Das sind die Direktorien in der EZB und in der Fed, die glauben das. Also es gab in der Geschichte immer wieder Zentralbanker, die das wirklich geglaubt haben. 1923, Herr Havenstein, Reichsbankpräsident, hat das auch geglaubt. Da gibt es interessante Dokumente drüber, über die Kommunikation, die damals gelaufen ist, kurz bevor die Hyperinflation über Deutschland kam. Ja? Die kam ja nicht aus dem Nichts, vor der hatte auch jemand gewarnt. Und dann hat die Reichsbank damals gesagt, es war so, dass das im Ruhrgebiet, das von Franzosen besetzt war, die ja gesagt haben, wenn ihr eure Reparationen nach Versailles nicht bezahlt, dann holen wir uns das Ruhrgebiet. Und dann gab es da einen Generalstreik. Und dann hat die Reichsregierung, die auch kein Geld hatte, einfach Geld drucken lassen, um Streikgeld an die Arbeiter zu bezahlen für diese patriotische Tat. Und hat jemand gesagt, naja, das wird zu Inflation führen. Na, und dann hat die Reichsbank gesagt, nein, das wird nicht zu Inflation führen. Guck mal, wir haben den ganzen Krieg mit frisch gedrucktem Geld finanziert, den Ersten Weltkrieg. Dann haben wir die Revolution, die Birren der Nachrevolutionszeit, den Wiederaufbau. Das haben wir alles mit frisch gedrucktem Geld gemacht. Und hat es große Inflation gegeben? Nein, hat es nicht gegeben. Also, was wollt ihr? Das ist im Verhältnis ist das jetzt sind das, wie heißt das im Bankerdeutsch? Peanuts, ja, die wir jetzt hier nochmal auflegen. Und das wird nicht zur Inflation führen. Und ein Dreivierteljahr später hat der Dollar 4,2 Trillionen Reichsmark gekostet. Also diese Sache, der Kollege Thomas Mayer, Chefredakteur von Flossbach und Storch und früher Deutsche Bank, und der war auch mal bei Goldman, also auch jemand, der schon viel gesehen hat, der sagt immer, wenn man Inflation kann man am ehesten mit einer Ketchupflasche vergleichen. Wenn Sie Ketchup aus einer Flasche rausholen wollen und schütteln die, da kommt erstmal nichts raus, weil das ein zähes Ding ist. Aber wenn Sie sie dann richtig festschütteln, dann kommt ganz viel auf einmal raus. Dann leert sich die Flasche mit einem Schlag. Und so ist es mit Inflation auch. Sie können die ganz lange schütteln. Und zwar deswegen, weil das Geld sucht sich ja erstmal Verwendungen in der Kapitalanlage. Und da der Spekulationskreislauf mehr als 90% des gesamten Geldes mittlerweile bindet und nur noch 10% des Geldes im realwirtschaftlichen Kreislauf gebunden sind, durch jahrelange Übung, wenn Sie so wollen, ja, gibt es Mechanismen. Stichwort Finanzialismus, ne, ist also keine richtige Marktwirtschaft mehr, sondern ist es eine Art geldsozialistischer Planwirtschaft, die allerdings die reichen Oligarchen der Finanzindustrie, wenn Sie so wollen, begünstigt, zu Lasten aller anderen. Das führt dazu, dass immer mehr Geld in den Spekulationskreislauf fließt und deswegen sieht man dieses Geschüttel an der Ketchupflasche am Anfang nicht. Aber wenn es dann erstmal rauskommt, dann sollte man nicht davor stehen. Ja, Sie machen mich jetzt etwas ratlos. Ich hatte gehofft, Sie können mir jetzt erklären, warum meine Befürchtungen unbegründet sind. Aber da kann man ja depressiv werden, wenn man sich das anhört. Also tritt die Menschheit immer wieder auf die gleichen Mistgabeln. Hatte meine Oma doch recht? Ihre Oma hatte leider recht. Und ich erinnere mich, als ich Kind war, da gab es in meinem kleinen Ort in der Nähe von Aschaffenburg, gab es mal einen Wahlkampf. Und da hat die CSU sich über die SPD lustig gemacht. Und dem Wähler, also die SPD hatte die letzte Wahl gewonnen. Und dann war die CSU der Meinung, dass es dem Ort nicht so gut ginge mehr. Und dann haben die einen Werbespruch gemacht, nur in diesem Ort, der hieß: einmal Neid abt langt. Also einmal reingetreten reicht. Das ist bei der Inflation eigentlich auch so. Einmal Neid abplankt. Also wenn man es mal gelernt hat, also wenn man sich mal die Konsequenzen aus den katastrophalen früheren Inflationen, und da gab es ja in Deutschland allein 22. Jahrhundert, also 23 war nicht die einzige, es gab bei 1948 vor der Währungsreform noch eine, gleiches Schema, dann gab es eine in Venezuela, es gab eine in Zimbabwe, wo sie heute an der Grenze 500 Milliarden Zimbabwe-Dollarscheine für einen Dollar kaufen können. Aber versuchen Sie mal, das Geschäft umgekehrt zu machen. Das können Sie vergessen. Der nimmt den nicht zurück. Ja, also das ist, als Souvenir ist es super, aber als Zahlungsmittel können Sie es grob vergessen. Und dieses Phänomen gab es ja immer wieder. Und immer wieder hat die Zentralbank erzählt, nein, 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 nein. Diesmal ist alles anders, weil wir haben das jetzt verstanden. Wir haben dafür eine Theorie. Wir haben dafür eine Theorie. Aber sie haben keine Theorie. Was sie haben, ist ein Wahn. Bevor Sie mich jetzt völlig depressiv aus diesem Gespräch entlassen, gibt es denn auch irgendeinen Hoffnungsschimmer? Haben wir denn irgendeine Chance, dass wir diese Inflation doch vermeiden? Also vermeiden werden wir den
Kollaps eines überlasteten Finanzsystems und Geldsystems werden wir nicht. Aber es gibt einen anderen Grund, optimistisch zu sein. Die meisten Leute denken, ich sei ein grundpessimistischer Mensch. Ich kann Ihnen versichern, ich bin ein grundoptimistischer Mensch. Mein Optimismus beruht darauf, dass noch nach jeder Krise die Menschen verstanden haben, dass das jetzt ein Fehler war und dass man jetzt anders nach vorne gehen muss und dass man eine Reform braucht und dass man sich auf die, wie soll ich sagen, langweiligen Tugenden des ehrbaren Kaufmanns besinnen muss. Und die langweilige Tugend des ehrbaren Kaufmanns in der Geldtheorie und Geldpolitik ist nun mal nicht das Gelddrucken auf Papier, sondern ist es, ein Geld zu haben, das knapp ist. Und zwar auf einem globalen Maßstab knapp ist. Und deswegen wird nach meiner Überzeugung kein Weg dran vorbeiführen, zu neuen Standards zu kommen. Und diese neuen Standards sind zumindest teilweise alte Standards, nämlich Gold und Silber. Das heißt nicht, dass das der einzige Weg ist, um eine knappe Währung herzustellen. Blockchain ist zum Beispiel auch noch eine Option, aber ich glaube, das ist noch nicht so ganz ausgereift. Da, wenn Ihnen da der Strom abgestellt wird, können Sie mit Ihrem Geld ja nichts mehr anfangen. Ja, das ist ein Problem aus meiner Sicht. Bei Gold spielt es keine Rolle, wenn der Strom abgestellt wird, das ist immer noch in Ihrer Tasche, wenn Sie es da haben. Ja? Und Silber auch. Also man muss sich auf Dinge zurückbesinnen, die knapp sind. Und da ist Deutschland extrem gut aufgestellt. Deutschland hat immer noch die 3.400 Tonnen Gold in der EZB. Und darüber hinaus hat Deutschland weitere mehr als 9.000, fast 10.000 Tonnen Gold im Privatbesitz. Ja, Deutschland ist das Land mit dem höchsten Goldeigentum pro Kopf in der Welt. Das vielleicht außer Liechtenstein noch, aber da habe ich keine Zahlen zu. Und das bedeutet, wenn es zum Schwur kommt und wir dann eine goldgedeckte Währung brauchen, dann wird das nicht daran scheitern, dass es in Deutschland kein Gold und kein Silber gäbe. Wir haben also alle Chancen, uns wieder ein Zahlungssystem und Zahlungsverkehrssystem und Währungssystem zu geben, das solide aufgestellt ist, weil die Bürger in diesem Land halbwegs rechtzeitig daran gedacht haben, der Zentralbank zu misstrauen, ganz offensichtlich. Jetzt werden mir meine Kritiker vorwerfen, die werden sagen, Sie sind der Chef eines Goldkonzerns und deshalb machen Sie für Goldreklame. Dieser Einwand wird jetzt kommen. Was würden Sie darauf antworten? Das ist klar. Ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Ja, es ist aber so, dass ich diese Kritik am Geldsystem, die übe ich nicht erst, seit ich vor 22 Monaten CEO dieses Hauses geworden bin, sondern die übe ich schon sehr viel länger. Also die übe ich schon seit der Veröffentlichung eigentlich des Buches Verzockte Freiheit 2013 und dann noch stärker seit Tragikrash 2016 veröffentlicht worden ist. Also die Kritik ist nicht neu und sie ist schon lange da. Und die Mechanismen, die zum Kollaps dieser Sache führen, sind auch schon lange da und werden von mir in aller Öffentlichkeit vertreten. Und jetzt habe ich natürlich in der Eigenschaft, die ich jetzt habe, zwei mögliche Antworten. Die eine ist, ich kann einfach sagen, das, was ich vorher für richtig gehalten habe, sage ich nicht mehr, damit die Leute sich nicht dran stören. Da halte ich gar nichts von, weil ich glaube, dass die Fähigkeit, die Meinung frei zu äußern, auch zu warnen und zu mahnen, auch einem CEO zusteht, egal in welcher Branche er arbeitet. Das ist kein Privileg der Journalisten, den Mund aufzumachen und ihre linken Meinungen zu verbreiten, sondern auch ein CEO hat das Recht, seine Meinung zu verbreiten und das nicht weniger als jeder andere. Und das Zweite ist, ich habe diesen Job nicht deswegen, oder ich sage nicht, dass ich das Gold gut finde, weil ich diesen Job habe. Ich habe diesen Job, weil ich das Gold gut finde. Jetzt noch die 100 Millionen Dollar Frage zum Schluss. Ich weiß, dass es darauf keine Antwort gibt, aber ich kann Sie die Frage nicht ersparen. Was sehen Sie für einen Zeitrahmen für diese Entwicklung, für diese Negative, die Sie befürchten? Ja, also wie gesagt, der deflationäre Druck 2020, der ist ja schon eigentlich, da lag ich gar nicht schlecht, auch wenn er sich auf eine andere Weise entladen hat, als ich das antizipiert hatte. Ich habe mir angeschaut, was denn die Kipppunkte in früheren großen Inflationsszenarien waren, also Deutschland 23, Venezuela, Zimbabwe und so weiter. Und die Kipppunkte waren in aller Regel dann gegeben, wenn die Zentralbank mehr Geld als Zentralbankgeld emittiert hatte, als das Bruttosozialprodukt ihres Währungsraums beträgt. Es gibt verschiedene theoretische Überlegungen, warum das so ist. Ich habe dazu auch mal was Eigenes veröffentlicht unter dem Stichwort Seniorage-Kapital. Aber letzten Endes ist es so, dass ja dem Geld müssen Güter gegenüberstehen. Das ist also intuitiv, ist es logisch. Wenn ich mehr Geld als Güter habe, dann wird es irgendwann schwierig. Und deswegen gibt es einen Zusammenhang zwischen der Zentralbankgeldmenge und der Gütermenge, die man mit diesem Geld erwerben kann.
Und umso mehr Güter erzeugt werden bei gleicher Geldmenge, umso eher ist davon auszugehen, dass diese Geldmenge auf ein Angebot trifft, wenn sie den Nachfrage entfaltet, das dann noch irgendwie gematcht wird. Wenn aber die Geldmenge, die Zentralbankgeldmenge, die sag mal, ohne Deckung ist, auf ein Bruttosozialprodukt trifft, was kleiner ist, dann wird es schwierig. So Das ist jetzt logisch, verstehe sogar gibt ich. es allerdings einen großen Unterschied, je nachdem, auf welche Weise die Zentralbank dieses Geld geschöpft hat. Wie schöpft unsere Zentralbank Geld aus dem Nichts? Sie druckt das Geld und kann es auf Papier machen oder elektronisch und kauft damit Staatsanleihen. Und das Problem der Staatsanleihen ist, dass sie wertlos sind. Die europäischen Länder sind im Wesentlichen alle pleite. Wenn sie normale Zinsen bezahlen müssten, wenn man sie nach normalen Ratingkriterien bewertet, dann sind sie alle pleite. Einschließlich Deutschlands, nach meiner Überzeugung, weil bei Deutschland darf man nicht die Staatsverschuldung nehmen, die die offizielle Zahl ist, sondern man muss die ganzen Verpflichtungen hinzuzählen, die Deutschland im Wege von Garantien und Risiken eingegangen ist durch in der Ära Merkel. Und diese Garantien und Risiken, das ist jetzt nicht nur dieses große Corona-Paket, sondern da gibt es auch noch das Klimapaket und es gibt die ganzen Euro-Rettungspakete. Es gibt Target 2, was wahrscheinlich eine Vollabschreibung sein wird, wenn es dann soweit ist und so weiter. Und wenn man das mal alles zusammenzählt, ist Deutschland mindestens so überschuldet wie Italien, auch relativ zum Bruttosozialprodukt. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen Off-Balance-Sheet-Verpflichtungen, wie es so schön heißt. Rentenzahlungen, andere Sozialversicherungszahlungen, Pensionen für Beamte, sonst was. Wenn Sie das alles mal verbarwerten und da drauf zählen, dann ist das eine ganz schwierige Kiste. Also deswegen sind Staatsanleihen, die die EZB kauft, um die Geldmenge zu erweitern, im Prinzip wertlos. Die EZB kauft Staatsanleihen, die nichts wert sind und gibt dafür Geld hin, was zumindest am Anfang noch was wert war. Und diese Schere geht immer weiter auf. Und während diese Schere aufgeht, wird das Geld quasi debased, also man entzieht ihm die Basis. Wenn jetzt die Zentralbank stattdessen Gold kaufen würde, also frisches Geld druckt und Gold dafür kauft, wird gar nichts passieren, weil dieses Gold wäre immer werthaltig. Ja, das tut sie aber nicht, weil der Zweck wäre ja nicht, die Geldmenge per se auszudehnen, sondern der Zweck ist, etwas zu alimentieren, nämlich eine Staatsschuld, die nicht tragbar ist. Und allein die Tatsache, dass die EZB die ganzen Schulden der Staaten aufkaufen muss, damit es überhaupt noch gut geht, bedeutet schon, dass sie wertlos sind, weil kein anderer sie zu den Konditionen nämlich kaufen würde, der bei Verstand ist. Es sei denn, er weiß, dass die Zentralbank sie ihm am Tag drauf zu einem höheren Preis wieder abnimmt. Das ist auch das, was passiert. Also ein Schneeballsystem, der Zeithorizont jetzt noch. Ja, es ist ein Schneeballsystem. Und der Zeithorizont, wann geht das Ja, los? Also wenn die. Zeithorizont. Ist, also wenn Sie sich anschauen, wie die Geldmenge ausgedehnt wird durch die EZB, und wenn Sie sich anschauen, wie wahrscheinlich das Bruttosozialprodukt sich entwickelt, dann wird irgendwann in den nächsten Quartalen werden sich diese beiden Kurven schneiden, je nach Szenario. Das kann Ende diesen, Anfang nächsten Jahres sein, das kann auch ein Jahr später sein. Das hängt eben davon ab, wie schnell sozusagen die Geldmenge weiter hochgefahren wird und wie das Bruttosozialprodukt sich entwickelt. Ich habe dazu Grafiken veröffentlicht auch, nicht nur auf meiner Website, sondern auch in vielen Vorträgen. Auch in meinem neuen Buch sind die drin abgebildet, Das wir Freiheit hier oder Sicherheit. einblenden, genau, das neue Buch. Vielen Dank dafür, ja. Also da ist ein ganzes Kapitel, befasst sich auch mit der Frage des Timings. Natürlich mit gewissen Unwägbarkeiten, weil ich kann Ungleichgewichte analysieren, ich habe keine Glaskugel, die sozusagen bis hinter die letzte Nachkommastelle anzeigt, wie genau es laufen wird. Aber dass das Ungleichgewicht immer größer wird, erkennen wir schon an dem exponentiellen Verlauf der Geldmenge. Also wenn Sie sich anschauen, 1999 hatte die EZB eine Geldmenge von 690 Milliarden Euro. Das war die Bilanzsumme der EZB. Und dann ist die erst langsam gestiegen und dann immer schneller gestiegen und die beträgt jetzt etwa 8 Billionen Euro. Also das ist das Zwölffache. Ich kann mal nicht erkennen, dass in den 12 Jahren das Bruttosozialprodukt auch ums Zwölffache gewachsen wäre. Ja, das erschließt sich mir nicht. Und wenn Sie sich mal anschauen, mit welcher Geschwindigkeit im Moment es weiter wächst, das geht hoch und diese Kurve wird immer steiler. Und diese immer steilere Kurve dieses exponentiellen Wachstums, die bedeutet beispielsweise, dass wir letzte Woche allein 50 Milliarden Euro frisches Geld bekommen haben. Das ist etwas weniger als ein Zehntel der Geldmenge, die wir überhaupt 1999 insgesamt zur Verfügung hatten.
Einmal, als im März die französischen Staatsanleihen von der Marktseite und der Druck gekommen sind, hat die EZB die nackte Panik gepackt. Da hat sie in einer Woche, nämlich der Woche zwischen dem 19. und dem 26. März, 350 Milliarden Euro frisch gedruckt. 350 Milliarden in einer Woche, das ist fast 1 Million pro Sekunde. Ja, und zwar day and night, 24/7, fast 1 Million pro Sekunde. Im Moment hält sie sich ja diesbezüglich mit etwas mehr als 100.000 pro Sekunde noch quasi zurück. Das ist ja fast schon, wie soll ich sagen, Trödelgang. Aber ich kann Ihnen versichern, der exponentielle Verlauf der Kurve, der wird immer steiler. Und zwar deswegen, weil das System eine immer höhere Druckbetankung braucht, damit der Sack nicht in sich zusammenfällt. Ja, damit haben wir auch einen Zeithorizont. Sie sagten einige Quartale oder wenige Jahre, aber kein sehr langer. Mit dieser traurigen und beunruhigenden Prognose möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank. Es war Ich danke nichts Ihnen. Beruhigendes, aber ich denke, es ist besser, Klartext zu reden. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, bleiben Sie dabei. Alles Gute, herzliche Grüße, ciao. Wir sehen uns so. Hi, Schuster, Hi, Schuster, Schuster,